So, willkommen zurück. Heute geht es darum, wie ihr Elemente auf Webseiten gut finden könnt. Das heißt, wie ihr sozusagen mit einer Webseite interagieren könnt über Selenium. Dazu gibt es einen ganzen Haufen Varianten. Eine werde ich euch noch vorenthalten auf jeden Fall und das ist XPath. Die machen wir dann wahrscheinlich nächstes Mal oder sowas. Eine kennt ihr auch schon. Das ist Find Element by Name. Das sucht uns auf einer Seite den Namen eines Elements raus, namens Q, also sozusagen, es geht alle Elemente durch und das, was Q heißt, das wird hier eben drin gespeichert als Variable und dann kann ich darüber interagieren. Jetzt gibt es nur ein Element zurück. Es gibt natürlich auch Optionen, da gibt es mehrere Elemente, zu denen komme ich gleich. Es gibt auch noch eine weitere Variante, Search Field ist gleich Driver.findElement. By, und jetzt nehmen wir nicht Name, ups, okay, dann nehmen wir gleich eines, sondern Find Element by ID. Und hier kann ich jetzt einfach die ID reinhauen, die ich gerne haben möchte. Und das ist ziemlich cool. Ich gehe nochmal ganz kurz her und starte das. Weil ich muss ja natürlich die Seite zum Beobachten haben. Achso, da habe ich nur 5 Sekunden, ne? dann müsste ich hier mal den Sleep raushauen. So. Nicht den Sleep raushauen, sondern das raushauen, den Quit raushauen, damit ich auch wirklich sehen kann, wie das Ganze dann auch aussieht. XHTML, wunderbar. Okay, so, jetzt gehen wir hier einfach mal wieder auf Untersuchen. Der wird übrigens immer so aufgemacht in dieser verkleinerten Form. Der Browser, ich weiß gar nicht, wieso das so ist. Okay, jetzt gehen wir hier auf Untersuchen und jetzt sehen wir hier wirklich alles von unserem Inputfeld, also das Feld, das wir untersuchen wollen. Wir können natürlich auch jedes beliebige andere Feld überprüfen, das heißt, wir können zum Beispiel auch überprüfen, ob das Logo das richtige ist. Das wäre ein sinnvoller Testfall hier, das heißt, wir überprüfen, ob das Logo auf das richtige Bild hinweist, dann können wir zum Beispiel hier noch überprüfen, ob die Links alle richtig sind, ob die Sprache richtig gesetzt wird, ob hier unten Deutschland erkannt wird. Und dann können wir das von irgendwelchen Proxys aus ausprobieren und überprüfen, ob die Sprache dort auch richtig erkannt wird. Wir können die Links hier überprüfen, wir können so ziemlich alles überprüfen. Und dazu brauchen wir eben auch die Möglichkeit, wie wir auf diese ganzen Elemente draufkommen. Denn nicht jedes Feld hat einen Namen. Das ist normalerweise nur bei Formularen gegeben, dass ein Name dabei steht. Deswegen haben wir hier auch einen Namen drin. Der Name ist hier Q, das ist der Name gleich Q, aber natürlich nicht immer. Was ich jetzt allerdings hier auch habe, ist eine ID und relativ viele, fast jedes Element hat eigentlich eine ID oder zumindest eine Klasse oder dann eben einen Tag-Namen. Und über diese drei Eigenschaften kann ich eigentlich so ziemlich jedes Element ansprechen. Also Tag-Name, Klasse oder ID. Am liebsten ist mir dabei die ID, weil die ist eindeutig, deswegen ID, Identifier. Die Klasse funktioniert eigentlich auch. Da habe ich dann halt mehrere Elemente und wenn ich Pech habe, habe ich sehr viele Elemente von einer Klasse. Kann auch mal vorkommen, ist aber für Listen oder sowas wunderbar. Also wenn ihr eine LI oder sowas testen wollt, wunderbar, nehmt den Class Tag. Die haben meistens alle dieselbe Klasse. Oder eben dann über den Tag-Namen. Und das schauen wir uns jetzt genau an. Wir wollen jetzt als allererstes mal über die ID gehen und da sagen wir by ID und schnappen uns hier eben LSTIB. So, und jetzt starten wir das Ganze und wir sehen, wunderbar, hat offensichtlich funktioniert. Wir haben auch hier die ID gefunden und die ID genutzt. Das heißt, es funktioniert genauso, als hätten wir das Ganze über den Namen gemacht. Wunderbar. So, das nächste, was wir testen wollen, ist jetzt der Klassenname. Und hier wird es ein bisschen kniffliger, denn Find Element by ClassName, das ist natürlich jetzt, Moment, eigentlich müssten es Elements sein, das sind ja mehrere. Find Elements by ClassName. Ansonsten kriegt ihr einfach nur das erste zurück. Wir wollen aber natürlich alle von einer Klasse raus haben. Und dazu werde ich jetzt hier mal ganz kurz das einfach so starten. Wir sehen, es funktioniert trotzdem. Es gibt auch nicht irgendwie jetzt hier Schwierigkeiten mit dem Browser, aber hier unten kommt natürlich jetzt ein Fehler, weil wir hier kein Element mit dem Klassennamen, ohne Klassenname finden. Das ist ganz klar. Das ist ein bisschen nervig, dass ich das hier jetzt mal auseinanderziehen muss. So, wir untersuchen das Ganze aber nochmal und schauen hier mal, was wir alles an Klassennamen haben. Das heißt, untersuchen.
Ja, hier Klassenname GSFI. Wunderbarer Klassenname. Damit kann man sehr viel anfangen. Good job, Google. Aber man kann nicht alles perfekt können. Ist sowieso wahrscheinlich automatisch generiert. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Klassennamen reinstecke, habe ich ein Problem. Und das ist auch das, was hier gerade zum Absturz geführt hat, so ein bisschen. Gut, okay, ich habe keinen Klassennamen reingeführt, klar. Aber wir werden sehen, wenn ich das jetzt hier probiere. Wird es auch nicht funktionieren. List Object has no attribute send keys. Ja, warum List Object? Ganz einfach. Ein Klassenname ist nicht eindeutig. Das heißt, ich kann mehrere Klassennamen natürlich haben. Und ja, deswegen kann ich natürlich hier auch mehrere Elemente haben. Das heißt, ich kann jetzt hier durchgehen, kann mal sagen, okay, was steht denn an Stelle 0 und so weiter und so fort. Das ist jetzt hier allerdings nicht ganz so sinnig, würde ich mal so behaupten. Deswegen mache ich jetzt Folgendes. For i in search field, achso, eigentlich sind es mehrere, egal, wir lassen es jetzt so. For i in search field, was machen wir? Naja, wir wollen hier was überprüfen, und zwar if i. Und jetzt können wir hier mal durchgucken, was hier alles so dabei steht. Wir können es zum Beispiel auch anklicken. Das geht genauso. Wir können Send Keys machen. Dann können wir, das haben wir schon gemacht, dann können wir eben was reinmachen. Wir können das Feld submitten. Wir können weitere Unterelemente finden. Dazu komme ich noch. Wir können aber auch überprüfen, ob es displayed wird, ob es enabled ist. Wir können einzelne Attribute auslesen, Properties auslesen und so weiter und so fort. Was wir jetzt hier allerdings machen wollen, wir wollen den Tag Name überprüfen. Und zwar wollen wir den überprüfen, ob der Input ist. Wenn das der Fall ist, dann wollen wir hier sagen, i.sendKeys und i.submit. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, was hierbei passiert. Und wir sehen, es funktioniert wunderbar. Allerdings haben wir hier natürlich dann trotzdem das Problem, dass wir einen Fehler bekommen. Jetzt, warum bekommen wir einen Fehler? Ist relativ simpel. Wir haben hier eine Liste an Elementen und wir versuchen das bei dem ersten. Also wir gehen alle durch und wir schauen mal, ob es dafür einen Input gibt. Und also ob es Inputs sind. Und wenn das ein Input ist, dann führen wir es aus quasi. Also wir sagen, wir googeln. Und wir submitten das Ganze. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wenn hier mehrere Elemente gefunden werden, dann probieren wir das für jedes Element aus. Wenn wir aber googeln und dann auch noch submitten, dann werden wir weitergeleitet auf eine andere Seite. Und dieses Element oder diese Elemente, die wir hier vielleicht noch drin haben, die muss es nicht mehr unbedingt geben. Deswegen brauchen wir hier definitiv ein Break. Ganz klar. So, und wenn wir das jetzt ausführen, sehen wir, wir googeln. Und ich habe den Driver nicht geclosed. Kann ich aber machen. Und wir sehen, wir haben hier einfach Process, Finish, Shift, Exit, Code 0. Wunderbar, alles hat geklappt. Schön. Jetzt geht das Ganze natürlich noch mit Find Elements. Find Elements wird noch nicht angezeigt. Elements by Tag Name. Das sind so die sinnvollsten Dinge. Es gibt auch noch Link Text, dann Elements by Name. Falls es mehrere mit einem Namen gibt, was man auch aus der Sicht von einem Webdeveloper eigentlich vermeiden sollte, sowas hier als mehrere Namen sozusagen auf einmal in mehreren Formularen zu verwenden, deswegen sollte das nicht vorkommen. Und das hier würde ich sowieso vermeiden. XPath werden wir noch dazu zu sprechen kommen, das ist ein bisschen komplexer. Jetzt wollen wir uns allerdings noch kurz den Tagname angucken und hier nehmen wir Input und hier brauchen wir dann überhaupt keine Überprüfung mehr, weil es ist ja offensichtlich schon alles ein Input, sonst hätten wir es nicht. Aber was wir trotzdem noch brauchen, ist dieses Break hier. Das heißt, wir nehmen einfach, oder ja, wir können es auch lassen, wir können hier einfach das nullte Element nehmen. Denn wir haben ja keine Search Fields mehr in dem, oder nicht mehrere Felder mehr, die wir bedienen können. So, genau. Okay, wunderbar. Jetzt haben wir sozusagen uns das erste Inputfeld geschnappt, was es überhaupt nur gibt, und haben da einfach mal Google reingesteckt und submitten das Ganze. Jetzt gucken wir uns das mal an und sehen vielleicht auch, was so ein bisschen gefährlich daran ist. Genau, hier. Wunderbar. Und zwar sehen wir hier Message Element Not Visible. So, da kommen wir zu dem nächsten Punkt, den ich ansprechen möchte. Warum ist dieses Element jetzt verdammt nochmal nicht sichtbar? Wir gucken uns mal an, was in diesem Element drinsteht. Also ihr seht, es hat so ein bisschen was, wenn man es auf nicht eigene Webseiten macht, hat es so ein bisschen was mit Reverse Engineering zu tun. Man muss rausfinden, was diese Website eigentlich so alles kann und tut.
Deswegen printen wir uns das jetzt hier einfach mal aus. Und zwar Search Field. So, was könnte man jetzt hier benutzen? Klar, ich meine, es gibt is visible, aber das bringt uns nicht wirklich viel. Wir wissen ja schon, dass es offensichtlich nicht visible ist. Wir können aber einfach mal ein Screenshot als PNG machen, theoretisch. Dazu aber irgendwann anders mehr. Das hat jetzt eigentlich nichts damit zu tun. Was ich machen möchte, ist den Text ausgeben. So, und der Text ist, ja, leer. Es steht nichts drin. Was wir jetzt aber machen können, ist, wir können hier einen Breakpoint reinsetzen und können uns mal angucken, was genau das Ganze eigentlich tut. So, wir haben den Breakpoint erreicht und wir sehen hier, Search Field haben wir mal bekommen. Jetzt gucken wir uns das Ganze einfach mal an. Was genau haben wir eigentlich alles? Wir haben hier eine Location und die könnte uns schon relativ viel Aufschluss bringen. Wir haben ein Parent. Gut, okay, das brauchen wir nicht. Wir haben einen Bereich, wo es gültig ist, also ein Rectangle aus einer Höhe 0, Breite 0, X 0 und Y 0. Das heißt, es ist einfach quasi nicht existent. Okay, wir brechen das Ganze jetzt hier ab. Also den Debugger brechen wir ab, meine ich damit. Und wir schauen uns mal was an. Wenn ich nämlich jetzt hier... Achso, nein, halt, Sekunde. Wir können das einfach nochmal starten. Und wenn ich jetzt hier mal auf Anmelden drücken würde, dann sehen wir hier, wir werden weitergeleitet. Wir haben also hier irgendwo noch ein Inputfeld, was wir vielleicht gar nicht sehen. Und das ist ein Riesenproblem, vor allem bei solchen Seiten wie eben zum Beispiel Google oder also wirklich großen Seiten, da ist es wirklich ein Problem. Wir haben wirklich extrem viel, was man hier erreichen kann. Deswegen würde ich euch generell, wenn ihr könnt, empfehlen, Abstand von Tagname, also nicht eindeutigen Bezeichnern hier, wie zum Beispiel Tagname oder Classname oder sowas zu nehmen. Wenn ihr könnt, nehmt immer die ID. Das ist das, was ich euch eigentlich mitgeben möchte. Und ansonsten benutzt Überprüfung, um zu checken, ob ihr überhaupt damit irgendwas machen könnt. Und das heißt, was wir jetzt hier tatsächlich machen können, ist, wir gehen hier mal komplett zurück. Ups, hier habe ich genau das, da wollte ich. Wir gehen hier einmal durch alles durch und jetzt machen wir eben nur if i.is displayed and i.is enabled, dann nur wollen wir eben diese Keys senden. Und jetzt führe ich das Ganze mal aus und wir sehen, jetzt funktioniert es wieder, denn wir haben nur dieses eine Inputfeld, das wir auch gerade hier wirklich sehen und wirklich benutzen können. Ja, und das ist so ziemlich die Message, die ich euch mitgeben möchte. Also ihr braucht sehr, sehr viel Überprüfung, wenn ihr große Web-Applikationen überprüft. Ihr müsst immer genau gucken, was es ist. Und selbst wenn es nur um das Testen geht, versucht jedem Element, das ihr irgendwie in eure Tests mit einbezieht, eine ID mitzugeben. Denn über eine ID könnt ihr eindeutig Elemente ansprechen. Also eben Find Element by ID. Und deswegen, ja, selbst wenn es nur fürs Testen ist, packt den Elementen eine ID rein, das kostet euch doch nichts. Alles klar, das war's von meiner Seite mal wieder. Wir haben jetzt heute schon wieder was über Web-Development generell gelernt. Vielleicht habt ihr da nicht mal unbedingt Einfluss drauf. Wenn ihr keinen Einfluss habt, dann müsst ihr halt hier sehr, sehr viele Überprüfungen reinmachen. Aber ansonsten war's das von meiner Seite und wir hören uns. Bis dann, ciao.